So, liebe Leute, weiter geht's heute mit dem Match gegen den SC Freiburg. Ja, nachdem wir es in der Champions League gepackt haben, ins Halbfinale einzuziehen mit einem Doppelschlag. Oder mit zwei Siegen gegen Real. Ich weiß gar nicht, wer überhaupt der nächste Gegner ist in der Champions League. Ja, mal gucken. Es wird sich auf jeden Fall wahrscheinlich sehr viel ändern durch die Kohle. Jetzt müssen wir ein bisschen rotieren, das werden wir jetzt auch tun. Weil da einige nicht fit sind. Und im Hinblick auf die neue, auf die nächsten Aufgaben. Vielleicht auch mal ganz gut. Bastion. Akpoguma, der ist immer noch halt schwer angeschlagen. So, einmal ein bisschen rotieren, bitte. Klar, sollte das jetzt passieren, dass Latze aufhört, kann sein, dass einer von unseren Jungs, also Merjan oder sowas, wieder nachrückt oder je nachdem. So, einmal ein bisschen Pastor, linke Mittelfeld. Ich werde ein bisschen durchrotieren müssen. So, einmal mal ein bisschen die Rotationsmaschine anwerfen. Wir haben ja doch andere Spieler mal wieder ein bisschen zu spielen. Kulanski wird ja den Verein verlassen für 20 Millionen. So, auf geht's. Der große Moment ist da. Ein Spiel der ganz besonderen Sorte. Ein echtes Highlight. Bleiben Sie dran. Restaurant Schröder. Da ist noch. Liebe Zuschauer, ich darf Sie sehr herzlich willkommen heißen hier bei unserem heutigen Spiel. Ihre Kommentatoren heißen auch heute wieder Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und wir freuen uns auf ein Spiel in der Bundesliga. Schalke 04 gegen SC Freiburg. Wir sind also in der Liga zu Gast. Eine sehr reizvolle Partie. Zwei interessante Mannschaften, vor allem in dieser Saisonphase. Da ist das sowas wie ein Highlight. Die Stimmung ist... Ja, 30. Spieltag, 4 Spiele danach noch. Es kann eine Vorentscheidung heute geben. Im Sieg gegen Freiburg und dann gleich zur Niederlage der Dortmunder. Sie treten zu Hause an und sind derzeit auch das Team mit den meisten Toren in der Liga. Und sie haben natürlich auch in dieser Partie beste Chancen. Ja, wir haben einmal ein bisschen durchrotiert. Im Hinblick auf die neuen, auf die weiteren Aufgaben. Wie gesagt, das nächste Spiel ist dann nämlich DFB-Pokal gegen Eintracht Frankfurt. Und es wird nicht einfacher jetzt gerade. Man will schon irgendwo das Triple haben. Wenn du schon so kurz vor der Meisterschaft stehst, im Pokal relativ weit bist gegen... Ich glaube, da steht es auch Halbfinale an. In der Champions League im Halbfinale steht es, willst du auch irgendwann gerne alle Titel holen. Und das ist das große, große Ziel. Hier sehen wir die heutige Aufstellung von Schalke 04. Sie gehen es offensiv an. 4-5-1 heute. Denkt man ja erstmal gar nicht, wenn man da nur eine Spitze sieht. Aber aus dem Mittelfeld kommt da geballte Power nach vorne. Schauen wir kurz auf die Aufstellung des SC Freiburg. Schauen wir uns mal ihre taktische Ausrichtung an. Wir sehen hier die 4-4-2-Formation vorne drin, also zwei Stürmer. Auf die wird es heute ganz besonders ankommen. Genau so ist es. Auf geht's. Match gegen den SC Freiburg. Wir sind einige alte Bekannte mal wieder drin. Und mal schauen, vielleicht haben wir... Wir werden auf jeden Fall nochmal versuchen, ein bisschen aufzurüsten im Hinblick auf die neue Saison. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Das ist jetzt das Thema, dieses Ding hier nach Hause zu fahren gegen Freiburg.
Und die erste Chance, Marcin Kobylanski, der da noch scheitert. Schönes Anspiel. Okorosi. Jetzt vielleicht die Flanke. Ja, tanzt er gegen Hunziker. Vincenzo Grifo. Jetzt, jetzt keiner, der an den Grill, der da reinkommt, und dann ist es das 1-0 für Freiburg. Richtig gut los. Ja, das verspricht eine sehr interessante Partie zu werden. Achte Minute. Der Schock. Scheitert man wieder kurz vorm Ziel. Schauen wir uns das nochmal an. Da kann er aus kurzer Distanz abschließen. Hunziker kommt überhaupt nicht in den Zweikampf und dann war es das quasi. Schon zum Auftakt in die letzte Saison haben wir hier in, haben wir zu Hause gegen haben wir in Freiburg verloren. 2-1. Kobylanski, der natürlich auch wieder zurück, der noch mal ein bisschen was zeigen will. Jetzt die Ecke. Der Kopf. Bevor er den Verein verletzt, ist es einer seiner letzten Heimspiele. Da möchte er nochmal ran. Kein Grund zur Aufregung, den hat er nicht richtig getroffen. Muss er abhaken. Ist das viel zu viel rotiert? Weil viele Stars sind natürlich heute nicht im Kader. Aber wie gesagt, aufgrund einiger Fitnessgründe. Klar, wenn du alle drei Tage spielst, ne, dann hast du die Mannschaft immer so platt. Wer soll diesen Pass kriegen? Ja, Kobylanski. Ah, da kommt aber auch keiner auf die Idee, mal mitzugehen. Bostoan, auch nicht. Der Mensch kommt nicht wirklich ins Tempo. Ist halt kein Eroso, ne? Den hättest du wahrscheinlich da auf der Position so schicken können. Geblockt vom Verteidiger. Bona Sosa. Kriegt mal wieder eine Chance. Marco Richter. Und der Ball auf Alario. Sie kommen jetzt über außen. Alario! Knappe Angelegenheit, also da hat wirklich nicht viel gefehlt. Boah, schön gemacht. Cabral, der gut da den. Er passt auf und wirft mit einer Körpertäuschung den Verteidiger da abkocht. Ja, Richter, gut gemacht, da hat es durchgesetzt. Gute Chance für eine Flanke. Und jetzt ist das 1-1. Endlich. Alario, haben wir den endlich mal frei bekommen. Wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Ah, mal gucken, was denn in so passiert. Ich hätte ja gerne Pavard eigentlich als Rechtsverteidiger, aber mal gucken, was halt passiert. Das ist, kann halt sehr viel passieren. Aber das ist jetzt erstmal kein Thema. Auf dem Rasen liegen. Oh, Schmied, ja. Jetzt, ah, der Mann Marco Richter. Gut, der hat ein bisschen Luft jetzt. Oh, Tor! Eigentor. Ich glaube, das war ein Eigentor der Freiburger. Aber es ist provoziert. Wieder über die rechte Seite. Richter, der viel zu viel Platz. Oder war es tatsächlich sogar ein Schalker? Nein. Es war ein Eigentor von der von Schmied, der gerade eben noch verletzt am Boden lag. Und jetzt tatsächlich das Eigentor fabriziert. Jonathan Schmied, 35. Minute, Schalke hat das Spiel gedreht mit einem Doppelschlag. Dreh, stellen Sie das Ding auf. 2-1. Ja, wir haben hier das erste Tor für Dortmund. Nee. Neuer Spielstand damit 1-0. 37 Minuten sind gespielt. Danke für dieses kurze Update. Das ist natürlich nicht gut, wenn die Dortmunder das Spiel, ihr Match gewinnen. Weil das würde es wieder, würde es nochmal weiter vertagen. Aber ist egal. Wir machen jetzt mal unsere Hausaufgabe und dann gucken wir mal. Hunziker.
Und wieder eine Situation. Den kriegst du nicht da hinten rein. Alario, ja. Ich meine, die Führung ist verdient. Das ist einfach klar. Wir haben das Spiel sowas von im Griff eigentlich. Wie gesagt, das, klar, durch den eigenen Fehler da hinten drin. Das macht er gut. Ah, so was steht viel zu weit weg. Der wird auf jeden Fall verkauft, auch wieder nach der Saison. Wenn ich den Bruchteil, wenn ich das bekomme. Nein, war auch gar nichts drin. Bella Kotschab, Amal Bella Kotschab. Das hat er gut abgekocht da. Sie holen sich den Ball. Klar, er kriegt viel Spielzeit, weil auch wenn Akpoguma ausfällt mit seinem Kreuzbandriss. Der wird wahrscheinlich, vielleicht wird er am Ende nochmal spielen, aber ich glaube nicht. Für die zweiten 45 Minuten echte Spannung verspricht. Der wird wahrscheinlich jetzt in der nächsten Saison spielen. Wieder, wir werden noch eine Saison danach dranhängen. Also 5 Saisons nochmal spielen. Das macht gerade so Laune. Aber wie gesagt, weil du auch wirklich eine erfolgreiche Saison spielst, der Kader funktioniert. Und mal gucken, was dann in der nächsten Saison passiert mit den ganzen Neuzugängen. Wir haben ja viel Geld eingenommen. Gut, in Darmstadt für Dortmund, also, naja, gut. Da ist eigentlich fast nicht zu erwarten, dass sie da irgendwie straucheln sollten. Und damit pfeift er die zweite. Aber wenn wir unsere Hausaufgaben machen, unsere Ergebnisse holen, dann können sie machen, was sie wollen. Und ja. Und wir dürfen selber, müssen selber noch heute natürlich unsere Aufgaben lösen. Ne? Wie gesagt, wir haben ja relativ früh das Gegentor kassiert, da sind dann 0-1 im Rückstand geraten. Kann klären auf Kosten dieses Einwurfs. Und da dachte ich mir, so schnell kann das gehen. Also du musst halt höllisch aufpassen. Du darfst nicht zu selbstsicher sein nach dem Motto, ja, die haust jetzt jeden Gegner 20-0 weg oder so. Auch wenn man jetzt im Champions League Halbfinale steht. Jetzt aber ganz außen steht der Unziger. Gute Aktion. Tor! Nein! Ja, da können Sie jetzt durchatmen da hinten. Da waren Sie doch noch zur Stelle. Lässt er 2-3 Leute stehen. Guter Ball, aber gut abgelaufen, ne? Ja. Ja, jetzt hat er ein bisschen. Dimirovic kommt überhaupt nicht rein in den Situationen. Gut gesehen, dass der Boss so an da vorne startet, auf der linken Seite. De Rose ist, glaube ich, gar nicht im Kader. Ecke. Die Flanke wird abgeblockt. Ja, man merkt, dass ohne diese Flügelzange, also Rosun riecht da nicht viel, geht aber die Außen, was Flanken betrifft. Das sind mehr oder weniger Einzelsituationen, aber man führt immer noch nur 2-1. Also so ganz sicher ist das Ding noch nicht. Mehr Jahan. Oh, Mercan, da muss er ein bisschen mehr machen. Lässt er 3 Mann hinten stehen und kriegt das Ding nicht am Kiefer vorbei. Ja, da muss er schon sein ganzes Können aufbieten, um den zu halten. Das ist eine super Parade. Aber gut gemacht da. Levan Mercan. Ja, ist das vielleicht der Nachfolger für Lazar? Wenn der vielleicht sogar bald sein letztes Spiel macht. Dass der nicht ewig spielen will, ist klar. Aber gut abgelaufen da. Oh. Ja, geh mal da ein bisschen mit bitte durch. Bostoan. Das könnte die Gelegenheit geben. Super Volley, aber kein Tor. Das war technisch herausragend gemacht. Das stimmt eigentlich alles. Ich glaube, Kobylanski. Die entscheidenden Zentimeter. Ja, ich verpasse jetzt gerade so ein bisschen die Situation, den Deckel hier drauf zu machen, also das 3-1 zu setzen. Es gibt ein Tor aus einer anderen Partie zu vermelden. Bestimmt Dortmund. Wir haben hier den zweiten Treffer für Dortmund. Ja, der neue Spielstand heißt nun 2-0. 74 Minuten Salai. Sind hier gespielt. Oh, gefährlich. Ecke. Kein Foul. Ecke Freiburg. Die setzen, wie gesagt, das ist nur das 2-1. Hier 2 Ecke Punkte liegen zu lassen gegen, im Kampf um den Titel. Ja. Aber wenn dann so ein Ding dabei rumkommt, dann ist es eher frustrierend.
Sie sind natürlich im bisherigen Spielverlauf einfach noch zu ungefährlich. Da machen sie es der Abwehr zu leicht. Wenn sie diesen knappen Rückstand noch oh, Sosa! Sosa! Ball erstmal weg. Gute Aktion. Das wäre es natürlich gewesen. Den Spieler, den man so draufhaut, weil der momentan nicht viel auf die Reihe bekommt da hinten, hat er seinen Stammplatz verloren hat. Kein Problem für den Torhüter. Das hat mit Real und Rashica schon geklappt. Der hat nämlich auch nicht viel auf die Reihe bekommen. Da hat man auch viel getan und viel draufgehauen. Und dann macht er das 3-1 gegen Real. Und haut das Ding und bringt die Schalke ins Halbfinale. Hutzika. Da ist jetzt Platz. Hereingabe jetzt. Jo, kommt nicht. Ein enges Ding bis hierhin und noch ein paar Minuten zu spielen. Jetzt können Sie. Mercan! Sack ist so da ja im Schalke holt sich die Punkte. Levin, Minen, Merdan, 3-1. Willensstark, das zeichnet ihn einfach aus. Er lässt der Abwehr keine Chance. Ja, er kann wirklich hochzufrieden sein. Hat seine yes. Richtig gut eingestellt. Erstes Saisontor. Nach diesem Treffer. Und holt sich die, macht sich die, macht die Punkte, holt die Punkte. So, Schalke wird jetzt dreimal noch wechseln, schnell. Steht es nun 3-1. Mit Joe, mit Maya. Und Rashica bringt mal drei Mann noch rein. So, Ausrutscher Freiburg verhindert. Nach dem frühen Rückstand das Ding noch mit 3-1 gewonnen. Aus meiner Sicht war das heute eine gute Leistung. Knapper Sieg am Ende und damit werden sie zufrieden sein. Ah, verdient aber auch gewonnen, muss man sagen. Also da war ein paar, gut, man hätte vorher das Ding zumachen können. Aber man hat es gemacht. Also Dortmund gewinnt erwartungsgemäß 2-0 in Darmstadt. Also hält diese 6 Punkte. So, nächstes Spiel heißt dann Pokal Eintracht Frankfurt. Und ob wir das wirklich schaffen und erreichen, sehen wir uns dann in der nächsten Folge an.